Servus Freunde, ich habe euch wieder mal ein Secret Lair mitgebracht. Hier ist der Kevin und das ist dieses hier mit den Prätoren in der phyrexianischen Schrift. Ich bin ja lore-technisch so voll gar nicht drin, also das sind irgendwelche coolen Dudes, die gibt es in jeder Farbe ein und jetzt sind die in den Secret Lair und ich spiele ein Bug Reanimator Deck im Commander. Hab einen Haufen von diesen Secret Lair Karten da drin und was möchte man reanimaten? Böse große Kreaturen und da sind die Prätoren einfach wie gemacht für. Deswegen fangen wir mal an. Ich habe kurz vorher mal geschaut, was die alle können. Mein Phyrexianisch ist nicht ganz so gut, deswegen verzeiht mir, wenn ich irgendwo falsch liege. Ich glaube, ich kriege sie alle noch zusammen. Es geht ja auch direkt los mit der guten alten Elleschnorn. Ich glaube sogar eher bei den Namen verkacke ich, weil bei dem Roten, das Ding nenne ich jetzt einfach den Roten. Und der Schwarze ist auch irgend so eine Tante. Aber hier, da kann ich auf alle Fälle Abhilfe schaffen. Die gute Elleschnorn kennt man. Ist auch, glaube ich, die meistgespielte von denen. 4-7 Wachsamkeit kostet 7 Mana. Alle Kreaturen, die man selbst kontrolliert, alle anderen Kreaturen, die selbst nicht, kriegen +2/+2. Und alle gegnerischen Kreaturen kriegen -2/-2. Das weiß ich schon mal. Ich finde das ja schon ganz cool hier in dem Artwork. Gucken wir mal weiter. Das ist Chingetaxian. Der gute kostet stramme 10 Mana. 5-4. Hier oben Flash. Dann hat er, dass man zu Beginn seines Endsteps 7 Karten zieht. Und die Hand maximal Max Size, ich weiß gerade gar nicht, was das auf Deutsch heißt, ist von allen Gegnern auf 0 reduziert. Das heißt, die dürfen erstmal abschmeißen. Gut, nehmen wir den auch nochmal. Ah, die Lichtqualität ist hier nicht so ganz. Der Blacky steht hinter mir und blendet mit seiner Erscheinung. Die gute in Schwarz heißt Sheoldron, Sheldon, Sheoldred, höre ich gerade von hinten. Kostet stramme 7 Mana, das geht, finde ich, noch für 6-6er Buddy. Sie hat Swampwalk und zu Beginn meines Abgibs reanimiere ich eine Kreatur von meinem Friedhof ins Spiel. Und zu Beginn des Abgibs eines Gegners muss er eine Kreatur opfern. So, da haben wir die auch noch zusammengekriegt. Das ist die gute. Das war der rote. Ubarask höre ich, okay, stark. Dann Blacky kennst du alle. Ja, Blacky hat's alle gehabt, ja. 4-4, 5 Mana, das ist mit Abstand der schlechteste Prätor, den es gibt. Der gibt ein Kreaturen Haste und gegnerische Kreaturen kommen getappt ins Spiel. Das Ganze für 5 Mana auf einem 4-4er Body. Und dann kommt noch hinten dran der gute alte Vorinklecks. Der hat 7-6, Trample kostet 8 Mana, das ist in grün verkraftbar. Macht, dass sein Mana ein zusätzliches Mana produziert von dem, was es machen kann. Und gegnerische Länder enttappen nicht, nachdem sie getappt werden. Erst wieder dann danach im nächsten Enttapp-Segment. Auch stramm. Deswegen denke ich, dass die drei netten alle in mein Reanimator-Deck fliegen. Die anderen beiden muss ich gucken, was ich damit anstelle. Gut, dann haben wir noch die eine Special-Karte. Das ist ein Sumpf mit phyrexianischer Schrift in Foil. Ich habe halt meine wunderschönen Bob Ross-Sümpfe im Deck und spiele nur zwei Basics, daher wird der leider nicht den Weg da rein finden. Aber der ist wohl aus dem Jumpstart und dann in Foil. Was steht hier unten? Secret Lair, ja gut. Haben sie sich da wenigstens die Mühe gemacht, hier haben sie noch einen Stern drauf gedruckt. Das Artwork hat sich leider dann nicht geändert. Und auch jetzt schon gecurlt, ne? Also, falls man das sieht. Okay, gut. Soweit, so gut. Das war's von mir. Ich wollte euch mal fragen, habt ihr Interesse daran, dass ich mal das Commander-Deck zeige, weshalb ich die ganze Zeit so Secret Lair Sachen kaufe, was ich mir da für einen Quatsch angefangen habe und wie es mittlerweile aussieht. Ich habe immer mal gedacht, ich zeige es einfach mal, aber es kommen auch irgendwie immer dann wieder Secret Lairs raus und denk mal, ja komm, das holst du dir noch, dann packst du das noch dabei und dann dauert es aber wieder so ein Dreivierteljahr, bis dann die Karten kommen, dann hat man schon wieder 3 Secret Lairs bestellt und man wird auch nicht fertig damit. Und deswegen jetzt die Frage,
Habt ihr mal Bock da drauf, dann baue ich das mal so zusammen, wie es jetzt aktuell ist, wie ich es spiele. Und zeige euch das mal, könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Freunde, das war's von mir. Ich bin raus.